rüber mit dir. Gerade scheinen wir mit dem Holz hinterherzukommen, dass unsere Schreiner nicht selber gehen müssen. Okay, da schleppen sie die vorersetzten beiden Baumstämme weg. Ah, großer Lag. Oh, der hier lag, ist auch mittlerweile weg. Bald müssen sie aber wieder fällen dann. Flupp, da ist wieder was runtergefallen. Fenster da in deine Lücke? Ich muss leider sagen, dass du jetzt da raus musst. Das hier ist auch gleich wieder fertig. Oder auch nicht, weil er läuft darüber. Und hey, die Sonne ist wieder aufgegangen. Yay, wieder Licht und Freude. Werde ich die Bricked vor uns zu Tode schicken. Nein, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ich habe jedenfalls noch nie Brickthorns gesehen, die sich beschwert haben. Ich meine, was würden die Bricktons machen, wenn ich ihnen keine Arbeit gebe? An ihrem Kristall stehen und Kumbaya singen, oder was? Oder doof wieder dagegen rumglotzen und rumdapsen. Und sich fragen, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens?
Ich habe Angst. Oder so was Ähnliches. Die Welt ist ein trostloser Ort, so winzig, nur diese Insel hier und so weiter. Die anderen Inseln, sie sind viel zu weit weg in der Ferne. Tja, es gibt da hinten Inseln in der Ferne, aber wir werden sie nie erreichen. Denn die Entwickler haben uns keine Möglichkeit gegeben, riesige Propeller zu bauen, mit der wir unsere Insel bewegen können. Nein, das ist nicht Project Nomads. Oh ja, Project Nomads. Wäre mal was für ein Let's Show. Auf jeden Fall müsste ich das Spiel mal wieder ausgraben. War ein nettes Spiel von der Idee her. Auch wenn es am Schluss ziemlich stressig wurde. Er kann jetzt auch mal hier oben mithelfen erstmal. Weil liegen ja gerade keine Baumstämme hier unten rum, die er einsammeln müsste. Und ja, über diese Schichtarbeit hier. Oh, er räumt seine eigenen Bretter mal weg. Wie kann er nur? Oh, und jetzt sind die Baumstämme alle gerade. Es müssen erst neue Bäume gehackt werden. Gut, dass wir unsere Waldvernichtungsabteilung verstärkt haben. Der ist ein bisschen lebensmüde, aber auch gut. Tong, 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 tong. McCoy, räum mal da unten auf. Ah, jetzt fange ich schon an zu stottern, Hilfe. Ich gleiche mich an die Lex des Spiels an. Ah. Mann, warum wurde dieses Spiel nur abandoned? Wenn ich mich richtig erinnere, ist Version 1.1 Dezember 2018 rausgekommen. Das ist nur das Tutorial, schade, da kann ich nicht reingucken. Und seitdem wurde an dem Spiel nichts mehr gemacht. Fehlt einfach der Feinschliff von dem Spiel. Performance und Bugfixing. Außer natürlich einer meiner Zuschauer spielt dieses Spiel auch und kann mir jetzt mich in den Kommentaren eines Besseren belehren, dass ich irgendwas falsch mache und irgendwas machen muss, damit die KI besser wird und die Performance besser wird. Und ich meine jetzt nicht irgendwie in den Settings-Config-Daten rumhacken und meine Population auf 30 hochstellen oder so.
Ah, da kann man mich leider angucken, wie man möchte. Das Spiel hat Optimierungsprobleme. Sagen wir so, im freien Bauen, wie wir es hier gerade machen, sind die jetzt nicht so schlimm. Aber gerade im Conquest-Modus, wie soll man mit 15 Mann die ganzen Kristalle einnehmen und halten? Vor allem dann auch noch, wenn es ständig Lecks gibt und die Corruptrons im Vorteil sind, weil die Bricktrons nicht das machen, was man möchte. Also in einem Spiel, wo man unter Zeitdruck steht, ist es nicht gerade sehr vorteilhaft, wenn die Bricktrons aufgrund des Feintunings einfach mal kurz in der Gegend rumstehen, um zu überlegen, was sie jetzt machen sollen. So wie der jetzt gerade auch schon wieder. Oh, hier habe ich 3 Stück vergessen. Bitte bau sie mir ordentlich. Oh, er baut sie mir ordentlich. Und ja, manchmal ist die Wegfindung auch etwas seltsam. Hey, cool, ich kann auch hier schon wieder eine Line setzen. Würde jemand die Säule da machen, könnte ich mal auf der Seite auch eine Line setzen. Ist ja wieder recht einseitig hier drüben. So.
Hier sind wir dann fertig, fehlt nur noch hier und die beiden Blöcke dann. Wow, jetzt wird hier aber Holz gemacht, ey. Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht ganz. Habe ich aus Versehen meinen... Ja, ich habe aus Versehen einen meiner Holzfäller zum... einer Schreiner zum Holzfäller gemacht. Ja, und jetzt geht das wieder los. Na gut. Ja. Na, wenigstens fährt das meiste Holz im Augenblick so, dass man noch ran. Holz am Spieß. Neue Marktlücke entdeckt. Was meint ihr? Wobei, sieht doch sehr ästhetisch aus, oder? Steckt da wenigstens. Ich glaube, das Problem ist einfach, er steckt nicht symmetrisch drin. Er ist von hier aus gesehen, ist er ein bisschen zu weit nach links. Ah, ist verbesserungswürdig, ganz ehrlich. Oh, der Stamm wird verschoben, so wie es aussieht. Brauche ich wieder einen zweiten Aufräumhelfer hier unten? Oh, er wurde rausgeschoben. Sehr gut. Ich könnte mal hier drüben zumachen, das wäre nett. Und natürlich hier. Na, kommt er oder täuscht er nur an? Ja, er ist gekommen.